Uah, Minecraft, unendliche Weiten. Wir schreiben den Tag 31. Dezember 2017. Es ist gerade 20:20 Uhr und ich nehme Minecraft auf. Ja, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, wie ihr sicherlich eben gehört habt. Ja, für mich ist heute der 31. Dezember. Es ist meine letzte Aufnahme im Jahr 2017. Ihr seid schon längst im Jahr 2018, ich weiß. Aber wie jedes Jahr betone ich das immer extra. Und ja, ich habe mir jetzt immer so gedacht, ich nehme mal ein bisschen Minecraft auf, weil Minecraft macht Spaß. Und ja, ich will hier mal ein bisschen weiterkommen noch dieses Jahr. Ich hätte hier erst nächstes Jahr wieder weitermache, ey, nee. Ja, die Musik fehlt auf jeden Fall. Dann mache ich die mal kurz an. So, jetzt müssen die auch so langsam laufen. Ja, doch, sehr schön. Wunderbar. Und dann holen wir uns noch ein bisschen Lava. Heute habe ich kein extra Texture Pack drin. Na gut, man könnte es extra Texture Pack nennen. Weil das ist auch nicht das normale Texture Pack, was ich jetzt momentan immer in Minecraft verwende. Das ist, ja, das Texture Pack, was Gronkh immer verwendet hat. Zumindest so eine Art Remake davon, von dem lieben Worms Boy. Hatte ich auch schon mal hier in Minecraft drin, schon öfters mal. Oder besser gesagt, damals in Minecraft Online hatte ich das auch öfters drin. Und ja, dachte mir, nehme ich das jetzt mal mit rein, weil ich hatte jetzt wenig Lust, noch ein Texture Pack rauszusuchen. Vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ja, kurz vor der Aufnahme, ja, hab eine Nachricht auf WhatsApp bekommen, ist schon ein bisschen länger her, aber ich konnte noch nicht gleich antworten. Und wollte ich erstmal antworten. Ja, merke ich erstmal WhatsApp-Server down. Ist ja nichts Schlimmes, weil zu Silvester, man kennt es ja. Man kennt es ja. Und ist ja auch verständlich, gerade zu Silvester schreien sich viele und so. Da sind die Server so ein bisschen überlastet. Dachte ich mir, na gut, liegt es jetzt an meinem Internet oder ist es jetzt wirklich WhatsApp-Server down? Schaue ich mal kurz im Internet nach. Da habe ich so eine Seite gefunden, wo drin steht, WhatsApp hat eine Störung. Und da ist halt auch so ein Nachrichtenfeed drin, halt, wo die Leute reinschreiben können, wo die Störungen sind. Alter, Leute! Was, wie die sich die da beleidigen. Ich möchte die Worte jetzt hier nicht nochmal verwenden. Auf jeden Fall ist das unmenschlich, nur weil die Leute reinschreiben. Ja, in dem und dem Gebiet läuft auch nichts mehr. Alter, ich bin da so mega geschockt. Das gibt's doch gar nicht. Weil man schreibt da nur rein. Ja, gut, so was. Manche machen sich den Spaß und schreiben dann rein, was ich da gesehen habe. Ja, gut. Deutschland schreibt einfach zu viel. In den USA haben wir längst schon WhatsApp-Server down, wieder zum Laufen gebracht. In Deutschland wird es noch bis zum 3. Januar dauern. Gut, habe ich eben auch gelesen. Da wurde gleich zu gespammt. Du, Sohn. Du. Piep, 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 piep. Es ist ja. Alter, sowas habe ich noch nie erlebt. Nee. Wie sie sich da beleidigen. Gut, der hat sich da Supporter genannt. Okay, macht man vielleicht nicht gerade. Aber trotzdem. Man kann das doch schön sachlich klären und dann nicht gleich mit Beleidigungen loshauen. Doch die Kommentarschreiber. Man sieht doch, dass da die Leute reinschreiben, Server sind down. Muss man doch nicht ein hunderttausendsten Mal nochmal da reinschreiben. Ja, gut, der Server ist down. Ist doch so. Ja, auf jeden Fall wird sich das jetzt so wahrscheinlich noch hinziehen. Keine Ahnung, wie es letztes Jahr war. Ich weiß gar nicht, war letztes Jahr Server down? Keine Ahnung. Ich habe darauf. Habe ich jetzt auch nur zufällig mitbekommen, weil ich auf den. Auf die Nachricht antworten wollte. Und ich habe gerade nachgeschaut, die wurde immer nicht abgesendet. Was ist ja nicht so schlimm ist, also das kann ja noch warten. Auch wenn es erst nächstes Jahr wird. Alter, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Ganz ehrlich. Aber po, unser Tannenbaum müsste mal so langsam abgebaut werden, glaube ich. Mache ich aber erst nächstes Jahr. Mache ich erst nächstes Jahr. Ach du heilige Scheiße. Was denn du denn hier? Bist du mit rüber gekommen? Ist aber nicht in Ordnung. So, tschüss. Ich brauche nämlich noch einen Lava-Eimer. Der ist irgendwie weggebackt. Keine Ahnung, was er backen wollte. Ich krieg hier keinen Lava-Eimer. Ist das unfair? Im Hintergrund schöne Splatoon-Musik. Fällt mir sehr schön.
So, jetzt kannst du auch zurückgehen. Und dann die weitere Lava einsetzen. Es dauert ja nicht mehr lange. Dann sind wir hier fertig. Sind nur ein paar wenige rein. Und dann kannst du richtig wieder losgehen. Mit den Gebäude, worauf ich mich schon tierisch freue, sind dann nach dieser Reihe sind es nur 3 Reihen. Also dreimal herumlaufen. Das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir locker hin. Locker flockig. So, nochmal hier Lava. Ins Inventar reinbringen. Da ist noch nicht. Nee. Vorausgesetzt, ich hole auch jetzt jedes Mal mit wirklich Lava. Nicht, dass ich da jetzt wieder so ein Fail habe und ein Lava nicht, ein Eimer nicht gefüllt wird. So. Da habe ich jetzt eins ausgelassen, ist aber nicht so schlimm, das hole ich halt nach. Man kann schon mal sagen, es ist alles hier gefüllt. Natürlich sieht das hier am Ende jetzt ein bisschen scheiße aus. Daher muss das noch ja umgeändert werden. So. Und wieder zurück. Ruhig hier die Abkürzung nehmen. Warum nicht? Dafür haben wir die Portale. Alter, ich habe mich sowas am Kopf gefasst, als ich das gelesen habe. Ah, naja. Die Menschheit verblödet immer mehr. Ist meine Meinung, dazu stehe ich. Hallöchen. Ich brauche Lava. Ganz dringend. Geben Sie mir Lava. Danke sehr. Bitte nichts wegpacken. Oh shit, das wollte ich nicht. Oh, meine Rüstung, die müsste ich auch mal so langsam aufladen. Das machen wir, sobald wir mit der Lava setzen fertig sind. Genau. Lol, wenn ich ins Portal gehe und durchgehe, dann ist das Feuer weg. Nice. Sehr, sehr nice. Cool. Ich dachte, ich habe einen Creeper gesehen, aber ein Glück nicht. So. Weil, ja, wenn ich die dann jetzt auflade, ist natürlich ein bisschen Energie weg. Die könnt ihr ja so lange dann schon mal dann aufladen, solange ich die Fabrik baue. Ja, ich könnte natürlich jetzt auch hingehen und jetzt schon mal aufladen, aber nee, ich möchte hier erstmal fertig werden. Das hat jetzt Vorrang. So. Auf 4 Lava-Eimer. Ich auch glücklich. Nächste Reihe mit Glas. Genau, 22 brauchen wir und 22 haben wir hier noch. Natürlich haben wir dann, glaube ich, noch ein Stack. Das werden wir auch dann brauchen. Ah ja. Genau, ein Stack habe ich noch. Nice. 44 brauche ich dann nur noch, aber... Ja gut, ein Stack haben oder nicht haben. Ist auch schon mal sehr, sehr gut. Ja, Mist, aber dieser Gast dann noch da sein, glaube ich. Nicht ganz schön garstig. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich hoffe. Hallo. Ja doch. Gas. Sie jetzt hier kein. Die Sonnenstrahlen, Hilfe. Geht Sonne. Lässt sich die Zeug. Wer hat eigentlich diese komische Sonne erfunden? So, dann holen wir mal hier mal ein bisschen raus. Lava, hier scheint ja eine Menge zu sein. Darunter gehe ich jetzt in Absicht nicht, weil da will ich nicht hin. So, dann hier noch ein bisschen was rausholen. Geht doch, sehr schön. Und wieder zurück. Da haben wir hier ordentlich Lava rausgeholt. Okay, da. Oh nein, das brauche ich hier nicht. Da war ja auch ein Lavasee. So, dann hier durch und zurück. Kann ich hier durchs Portal? Bitte. Mann, manchmal geht's aber auch nicht. Muss ich halt den Weg laufen. Ist ja ein Glück nicht so weit. Schlimmer wäre es, würde es im Nether nicht funktionieren. Da wäre es viel schlimmer. So, vorletzte Reihe, Leute. Wir werden hoffentlich diese Folge hier noch fertig. Ich möchte natürlich jetzt ein paar mehr Folgen aufnehmen. Aber, ja. Wie lang ist diese Aufnahme schon? Ah doch, könnte diese Folge noch was werden. Sehr schön. Ab der nächsten Folge geht's dann ab. Die Party geht ab. Sehr schön.
Ui. Nur noch einmal laufen, Leute. Nur noch einmal laufen. Sehr schön. Es sei denn, ich mache jetzt hier irgendwas falsch. Kann passieren. Wäre nicht das erste Mal. So. Nicht da reinfallen. Kann ja auch immer noch passieren, dass ich da unten Glas hinsetze. Wo jetzt schon Lava ist. Oh, alles gut, alles gut. Ich brauche was zu essen. So, dann können auch meine Leben wieder regenerieren. Und einmal schon mehr rein ins Inventar. Sehr schön. Ein letzter Netherbesuch. Aber mit dem Portal kann man hier auch richtig gut arbeiten, wenn man auch auf einer Tour ist. Eine Nether-Tour oder so. Man muss sich nur merken, welches Portal man setzt. Wenn nicht, dann hat man ein kleines Problemchen. So, hier holen wir noch frische Lava. Oh, ja. Sehr schön. Und wieder zurück. Tschüss, Lavasee auf Nimmer. Wiedersehen. Ja, gut. Verpasst mir noch einen heißen Denkzettel. Und einen Abschiedsgruß, einen heißen. Jetzt auch egal. Tschüss. Ich bin weg hier. Sie was? Ich gehe dafür jetzt. Oh. Ich wurde doch nicht die Lava gelöscht. Aber jetzt. Ich gehe jetzt extra ins Haus rein, weil. Ja gut, dass wir so schon. Oder nee, nee, wir gehen jetzt sofort Lava einsetzen, weil es dauert auch nicht mehr lange, bis es Nacht ist. Und dann kann ich in der Nacht dann die Rüstung mal aufladen. Es wird auf jeden Fall Zeit, weil ich möchte nicht, dass die kaputt geht. Das wäre gar nicht gut. Das wäre gar nicht gut. So. Dann tschüss. Freie Fläche hier. Hallo Lava. Und dann kann man schon sehen, wie es am Ende aussehen wird, wenn man hier auf der Lava stolzieren kann. Natürlich mit den Connected Textures, wie gerade jetzt in diesem Texture Pack, sieht es natürlich noch umso geiler aus. Wenn die Texturen so connected sind halt, wie der Name schon sagt, war. Und ja, dann restliches Glas hinsetzen. Das geht ja jetzt ein bisschen einfacher. Ich darf nur nicht zu viel hinsetzen. Ja gut, zu wenig, das ist nicht ganz so schlimm. Und wir sind fertig. Wir laufen auf den Lavasee. Nice. Darf nur hier kein Holz drauf platziert werden, aber keine Sorge, das machen wir sowieso nicht. Hier werden wir, denke ich mal, nichts mit Holz bauen. Voraussichtlich. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Kann doch alles werden. Okay, gut. Dann werden wir mal ins Lager gehen und mal Zeug ablegen und auch mal wieder Zeug aus dem Rucksack rausholen. Weil ich bin so ein bisschen leer bespeckt jetzt hier. So, großer Rucksack. Das da. Das, 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 das. Das, 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 das. Geht. Geht doch. Gut. Stein habe ich so noch da. Nice. Aber ich will die einmal loswerden, denke ich. Will ich die einmal loswerden? Ah, muss doch nicht sein. Kommt dahin, so. Mal hier ein bisschen sortieren, das Ganze. Und, Moment. Brötchen kommt dahin und da die Fackeln. Gut, haben wir unser altes Inventar wieder zurück. Dann gehen wir mal kurz in den Keller und laden mal unsere Rüstung auf. Jetzt ist Luigi ein bisschen schutzlos ausgeliefert, aber ich hoffe mal, hier sind sowieso keine Monster. Wenn doch, dann wäre es ein kleines Problemchen. Aber nur klein. So, volle Energie haben wir hier. Ja gut, da werden wir jetzt mal ein bisschen Energie abziehen, oder was meint ihr? Jetpack könnte ich hier auch mal aufladen. Ich weiß gar nicht, ob sich unser Windrad gerade dreht. Sieht danach aus, weil hier kommt stetig Energie rein, obwohl wir unser Jetpack aufladen. Oder es ist noch Reserveenergie, das kann natürlich sein. So, das ist aufgeladen, aber guck mal, hier geht's auch hoch. Ja gut, jetzt geht's hier runter, aber hier geht's wenigstens hoch, also produzieren wir Energie. Ja, wenn wir jetzt eine Menge Energie los. Also ist ja nicht so schlimm. Dafür haben wir ja die Energie. Und die lädt sich halt wieder auf. Da wir momentan sowieso dann weiter nichts brauchen an Energie. So, nehmen wir als nächstes mal dann die Schuhe. Und nach den Schuhen noch den Brustpanzer. Der ist am wenigsten runtergeladen, glaube ich. Ja gut, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen.
Weil, ja gut, das andere ist schon größtenteils aufgeladen. Was hat fast. Was wird dann genau die Hälfte an Energie hier kosten? Uiuiuiui. Oh, ein bisschen mehr sogar. Nicht schlecht. Aber naja. Später werden wir uns noch eine bessere Batterie hier bauen. Dem MFSU, so heißt der. Boah, der kann, glaube ich, 10 Millionen Energieeinheiten aufnehmen, oder? Waren es 100 Millionen? Ich glaube, 10 Millionen. Aber wird man dann später auch für die Quantumrüstung brauchen, weil die Nanorüstung kann man zum Beispiel ja nicht in der Bedbox laden. Und die Quantumrüstung auch nicht im MFU. Bei MFE. Keine Ahnung, wie das Ding jetzt heißt. Hab's vergessen.